Scheiße. Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier auf dem Kanal von Tazzo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin dabei, meine vorderen Stoßdämpfer zu tauschen. Vielleicht fragt ihr auch, hey, warum macht ihr das? Ist doch noch gar nicht so lange her, dass sie die eingebaut hat. Ist richtig. Wir haben hier TA Technics Stoßdämpfer rundum im ganzen Fahrzeug. Und vorne links der eine, der ist jetzt nach 2,5 Jahren verbaut sein undicht geworden. Also die Kolbenstange, die bleibt da, wo man sie hindrückt, was natürlich nicht so sein sollte. Und deshalb bin ich jetzt gerade dabei, die beiden vorderen Stoßdämpfer zu erneuern. Ich habe das dem Händler geschrieben, dass die Dinger undicht geworden sind. Und obwohl es halt schon über die Garantiezeit drüber ist, habe ich einen vergünstigten Preis auf die vorderen Stoßdämpfer bekommen. Die sind inzwischen auch teurer geworden. Damals hat das komplette Fahrwerk, also Stoßdämpfer vorne, hinten, 119 Euro gekostet, also 120. Inzwischen kostet es 150. Also die vorderen Stoßdämpfer habe ich jetzt für 88 Euro bekommen, was meiner Meinung nach okay ist. Es sind jetzt natürlich nicht die hochqualitativsten Teile, aber ich baue es jetzt einfach auch wieder genauso ein, wie es war, weil es ist ja nur einer undicht geworden. Sowas kann mal passieren, wenn bei der Produktion irgendwas schiefläuft von so einem Teil. Und außerdem fährt das Fahrwerk sehr, sehr, sehr gut in der Kombination. Also TA Technics Dämpfer und dazu H&O Federn. Und wenn die Teile so günstig sind, muss man sagen, ist es auch nicht so schlimm, wenn die nach 2-3 Jahren kaputt gehen. Was ja jetzt auch nicht der Regelfall ist. Die Dämpfer sind um 3 cm kürzer als die Originalen. Und ich habe ja auch schon kürzere Federn drin. Aber dennoch habe ich hier nur 2 Windungen, die ich mit dem Federspanner zusammendrücken kann, leider. Deshalb muss ich auf der anderen Seite noch mit dem Spanngurt ein bisschen nachhelfen, weil ich die Feder sonst nicht so weit zusammengedrückt bekomme, dass ich das Domlager wieder oben anschrauben kann. Aber hey, solange es funktioniert, ist es nicht gleich immer Pfusch. Bin jetzt gerade noch dabei, die andere Seite hier umzubauen. Dämpfer, muss ich gleich mal gucken, ob der auch so im Eimer ist wie der auf der linken Seite. Hier ist der neue Dämpfer schon ganz schön zu sehen drin mit der Feder. Einfach immer schön, wenn man frisch farbige neue Teile verbaut sieht. Das sieht immer gleich ein bisschen neuwertig aus. Bremsen habe ich gleichzeitig noch gecheckt, weil die mal gequietscht haben. Die Bremsscheiben haben hier schon eine ganz gute Kante. Belege sind aber noch so gut wie neu. Heißt, eventuell vorne mal neue Scheiben noch drauf. Querlenker kann man ja auch von nicht gar allzu langer Zeit neu. Heißt, wenn jetzt die Dämpfer fertig drin sind, werde ich mal zum Spureinstellen noch fahren vorne. Schadet nie sowas. Ich hole mal eben noch den zweiten Dämpfer daraus, weil mich interessiert, ob der auch schon so komplett in sich zusammensackt oder ob das wirklich nur auf der einen Seite jetzt bei dem Dämpfer so ist. Ja, der federt auf jeden Fall noch. Aber auch nicht mehr so stark, wie er eigentlich sollte, glaube ich. Also normalerweise sollte man den nicht so einfach zusammendrücken können, soweit ich weiß. Wir können es ja mal am neuen Dämpfer ausprobieren. Ja, okay, doch, der geht genauso rein. Aber der federt schneller wieder aus. Ja, da sieht man jetzt ganz gut, dass der neue Dämpfer ein bisschen schneller wieder ausfedert oder ausfährt. Aber prinzipiell wäre die eine Seite noch nicht ganz kaputt. Oder eigentlich noch gar nicht kaputt, also noch gut funktionell. Ist halt jetzt auf einer Seite kaputt gegangen, so wie hier sollte das halt nicht sein. Dass das Ding hier wie so eine Ziehharmonika funktioniert. Ich habe auch die Stoßdämpferaufnahmen innen schön mit Schleifvlies wieder sauber gemacht. Da waren so ein paar Lackrückstände drin und ich will halt nicht, dass es dann irgendwie scheiße drin sitzt in dieser Aufnahme. Deswegen habe ich es gleich noch ein bisschen mit abgeschliffen. Jetzt muss ich nur noch den Dämpfer wieder einbauen hier und dann sind eigentlich die Stoßdämpfer schon fertig vorne. Also ist eigentlich eine ganz chillige Arbeit. Ich mache das mal eben noch fertig. Und dann gucken wir weiter. Wir haben nämlich noch was anderes zu tun. Also gut, auf der einen Seite wäre die Felge schon mal wieder drauf. Die neuen Stoßdämpfer sind drin. Probefahrt machen wir dann nachher gleich noch. Aber solange das Rad jetzt hier gerade nach unten ist, werde ich mich mal noch an eine Sache ranwagen, die schon seit 2 Jahren oder so überfällig ist. Und zwar habe ich ja seit Ewigkeiten minus 40 Grad im Tacho stehen, egal bei welcher Außentemperatur. Den Sensor habe ich schon 2-mal getauscht und es hat nichts geholfen. Deswegen denke ich, dass der Stecker wahrscheinlich hinüber ist. Den werde ich jetzt mal abzwicken und einen neuen dran machen. Mir hat nämlich jemand aufs Syndikat einen Stecker aus einem Schlachter rausgezwickt, samt Sensor. Vielen Dank dafür, Kollege. Kuss auf dein Herz. Werde ich jetzt mal hier... Ich habe keinen Lötzinn mehr da. Scheiße, ich kann es nicht löten. Dann werde ich das jetzt mit Steckverbindern hier mal eben zusammenklemmen und dann mal gucken, ob wir mal wieder eine
ordentliche Außentemperatur angezeigt bekommen. Viele von euch hatten mich ja schon darauf hingewiesen, dass man, wenn der Sensor kaputt ist, unbedingt die Wischwasserdüsen abstecken soll, weil ich habe ja beheizte Wischwasserdüsen, also das Wischwasser für die Scheiben wird beheizt, dass es im Winter nicht gefrieren kann. Und die heizen je nachdem an, was sie für eine Temperatur von diesem Sensor gesagt bekommen. Das heißt, wenn der Sensor Minusgrade sagt und draußen hat es aber plus 40 Grad, dann heizen diese Düsen trotzdem und es hat wohl schon mal dazu geführt, ist scheinbar so eine Krankheit, dass die dann das Brennen anfangen und da seien auch schon Autos abgefackelt deswegen, was natürlich nicht so geil ist. Aber ich kann euch beruhigen, die waren natürlich zu jedem Zeitpunkt abgeklemmt, diese beheizbaren Wischwasserdüsen. Also alles safe. Ich mach das hier mal eben dran. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war noch nie Fan von Elektronikarbeiten, aber solche Sachen mache ich sogar fast gerne inzwischen, weil es halt super einfach ist. Also zwei Kabel miteinander verbinden, das bekomme ich meistens ohne Brand hin. Die Kabel sind ja farblich markiert, das heißt, man kann sie auch nicht wirklich falsch rum zusammen verbinden, wenn man die Augen aufmacht. Sensor sitzt an Ort und Stelle. Dann, bevor ich das jetzt hier wieder schön isoliere und festmache, gehe ich mal in die Karre und teste das kurz. Dann wollen wir mal gucken. Plus 24,5 Grad. Heißt, es hat finally funktioniert. Sehr schön. So darf das aussehen. Gut. Jetzt noch ein bisschen Isolierband außenrum und dann passt die ganze Geschichte. Gut. Normalerweise wird dieser Sensor, glaube ich, ja irgendwo hier am Innenrathaus eingeklipst. Aber da das Rathaus hier nicht mehr vorhanden ist, werde ich einfach hier an so eine Leitung den Sensor schön befestigen, dass er nirgends mehr hin kann. Und dann sollte das passen. Ja, schaut doch ganz gut aus. Kabel ist nicht geknickt, läuft schön rund. Wo will er denn hin, der Sensor? Hat doch kein Geld. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, dass hier auf dem Domlager diese Kunststoffabdeckung fehlt. Hier drüben ist sie drauf. Die ist, glaube ich, zum Schutz, dass da kein Wasser reinkommt und dass das Fett schön drin bleibt, irgendwie so. Aber zum Glück hat jeder Schrauber in seiner Werkstatt eine Kramkiste oder Schraubenkiste oder wie auch immer. Das hier ist meine. Und ich glaube, wenn ich Glück habe, müsste ich hier drin noch ein so ein Teil finden. Ah ja. Gefunden. So. Drauf der Deckelchen. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder auf beiden Seiten einen Deckel drauf. Und fertig. Ach ja, Uwe, du altes Schlachtschiff. Dann fahren wir mal kurz Probe und gucken, ob die Dämpfer ihren Soll erfüllen. Vorher müssen wir noch kurz die Ausfahrt hier freimachen. Ich habe hier nämlich mein anderes Fahrzeug noch geparkt. Gut. Dämpfer auch weg. Nicht, dass wir wieder drüber brettern wie über die Scheibe. Jetzt wollte ich hier gerade die Kamera holen, da sehe ich glatt, dass das rechte Rücklicht nicht geht. Was ist da eigentlich schon wieder los? Kann doch nicht sein hier, andauernd so eine Kacke. Birnchen kaputt oder was? Ja, oder halt gar kein Birnchen drin, ne? Das kann auch sein. Die Frage ist, hab ich so ein Birnchen da irgendwo? Irgendwo hier, ne? Das sind gelbe, die gehen schon mal nicht. Weiße Birnchen, haben wir weiße Birnchen irgendwo da? Auch hier keine Birnchen. Wo kriege ich denn jetzt Samstag spät nachmittags noch Birnchen her? Gut, dann machen wir das Birnchen wann anders. Was mich aber mehr wundert, ist, dass da gar keine Lampe drin ist. Also keine Ahnung, was da schon wieder los war. Wenigstens geht das linke Licht, das wichtigere von beiden. Oh, übrigens, Fun Fact. Hier in den Kartons ist die Farbe für unseren Miscabora. Wird nämlich demnächst auch Zeit, dass wir den lackieren. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das wird richtig geil. Deckel zu. Jetzt machen wir aber Probefahrt. Irgendwas macht komische Geräusche beim Rechtseinlenken. Oh, Alter, mir fällt gerade ein, ich habe die Räder gar nicht mit Drehmoment angezogen. Gut, dass ich noch nicht so weit gefahren bin. Drehen wir einmal schnell um. Also hier macht jetzt nichts Geräusche. Die waren fast komplett fest, also daran kann es nicht gelegen haben. Warum quietscht das dann?
Ich glaube, den Fehler gerade gefunden zu haben und würde auch Sinn machen, dass es das ist. Und zwar hat sich der Dämpfer in dem Achsschenkel gedreht. Man sieht hier oben den Federteller und den Federteller, den habe ich anders verdreht eingebaut. Man sieht hier von unten so eine gelbe Markierung am Federteller und die war eigentlich weiter nach hinten gedreht beim Einbau. Bedeutet, dass sich der Dämpfer halt hier in diesem Teil gedreht hat, dass ich wahrscheinlich diese Schraube nicht fest genug angezogen habe. An sich nicht schlimm, weil die Feder hat ja keine bestimmte Stellung, in der sie stehen muss, aber ich werde das Ganze jetzt nochmal nachziehen und dann sollte sich das nicht mehr bewegen. Ist eigentlich schon gut festgebolzt. Aber wenn man hier mal seitlich reinschaut, da sieht man ja diesen Spalt und da sieht man innen drin, weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera seht, durch diesen Spalt sieht man so leichte Schleifspuren. Das heißt schon, dass sich das Federbein vermutlich gedreht hat. In Germany we say, nach fest kommt ab. Auf ein neues. Ist immer noch da. Also leiser als vorher, aber es ist immer noch da. Ach Mensch, ey, muss das jetzt hier schon so spacken oder wie? Hilft wohl alles nichts, dann müssen wir die ganze Scheiße nochmal auseinanderrupfen. Jetzt hoffen wir natürlich nur, dass das Ganze ein Bedienerfehler war und ich irgendwas falsch eingebaut habe. Nicht, dass dann am Schluss das Bauteil nicht passt, das wäre ziemlich ätzend. Das ist wieder so ein typischer Fall, ja, nur schnell Stoßdämpfer tauschen. Eigentlich eine Arbeit von einer halben Stunde bis Stunde, ne? Und jetzt kommt wieder irgendeine Kacke. Na denn, auf ein drittes Mal. Nur schnell Stoßdämpfer tauschen. So, was ist jetzt hier? Jetzt hat sich's aber nicht mehr großartig weiter verdreht. Warum quietschst du? What is your problem? Alter Vater, das Ding hat richtig krank Power. Ich bin immer wieder überrascht. So, was ist jetzt hier Phase? Hier sehen wir ganz deutlich, dass das Ding sich vorher gedreht hat. Und daher kamen wahrscheinlich diese Quietschgeräusche. Ich mach da drin jetzt mal nochmal ordentlich sauber. Vielleicht waren da noch irgendwelche Schmierrückstände drin. Und dann bauen wir es nochmal so ein, wie es gehört. Dann wird es schon passen. Es quietscht nichts mehr. Sehr schön. Sieht gut aus. Hört sich gut an. Jetzt passt das Ganze. Auch bei Volleinschlag nichts. Sehr schön. Gut, das heißt, dann können wir jetzt mal eine Runde auf der öffentlichen Straße drehen und müssen nicht mehr durch den Hinterhof eiern, um nochmal richtig zu testen. Aber auf jeden Fall sind die Geräusche jetzt weg. Vielleicht habe ich vorher einfach irgendeinen Fehler gemacht beim Einbau. Irgendeine Schraube nicht richtig angesetzt. Oder hat sie vielleicht irgendwas verspannt, weil ich es nicht in richtiger Reihenfolge eingebaut habe. Man lernt aus seinen Fehlern. Auf jeden Fall passt es jetzt. Ey, richtig schön. Uwe macht keinerlei Geräusche mehr. Jetzt passt kein Quietschen, kein Knarzen, kein Poltern. So darf das gerne bleiben. Kaputte Stoßdämpfer machen sich ja dadurch bemerkbar, dass man ein Schlagen hört, da wo der Stoßdämpfer halt verbaut ist, weil der Dämpfer halt nicht mehr dämpft, was er soll, sondern einfach nur noch die ganze Zeit die Kolbenstange fährt einfach lose hoch und runter. Ja? Also das poltert dann einfach und dadurch machen sich kaputte Stoßdämpfer bemerkbar. Aber jetzt, wie man hören kann, kein Geräusch. Nur das ganz normale 6-Zylinder Dieselblubbern. Geil. Jetzt holen wir uns erstmal noch verdient was zu essen, würde ich sagen. Ich habe heute noch gar keine Mahlzeit hinter die Binde gedrückt, nur ein Spezi. Ach ja. Ihr seid inzwischen mit Sicherheit fertig mit Essen. Ich genehmige mir jetzt erstmal was. Weißt, meine Oma hat früher immer gesagt, a Leberkäse a day keeps the doctor away. Ob das stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber wenn es der Seele gut tut, kann es dem Körper nicht schaden. Wahnsinn, wie schön Uwe inzwischen ist. Also tatsächlich einer der wenigen 5er BMWs oder halt E39, die mir richtig gut gefallen. Also mit dem Auto habe ich mein Ziel erreicht, dass mir eine 39 gut gefällt. Schön, wenn ein Plan funktioniert. Ich würde sogar sagen, der Uwe ist sogar noch schöner als mein Leberkäse-Semmel. Was gibt's Schöneres, als bei 28 Grad draußen Leberkäse-Semmel in seinem Kofferraum zu essen? Und ich weiß jetzt, dass es 28 Grad hat, weil mein Auto mir das sagt. Richtig, bei 18 Grad Leberkäse-Semmel essen wäre wahrscheinlich angenehmer. Für mich auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, was lügen wir uns hier an?
Das hat mich ein bisschen genervt. Aber an sich nette Arbeit. Schön war's. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns im nächsten Video. Heute habe ich keine Weisheit für euch. Tut mir leid. Nächstes Mal wieder. Tschüssle. Dann können wir jetzt nochmal... Ja, ist ja gut, PDC. So darf das...